Bewegung im Park, auf Plätzen oder in Gärten. Szenen wie diese, die in Asien längst zum Alltag gehören, halten jetzt auch in Österreich Einzug. Durch eine Initiative der Sozialversicherung, dem Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport und der österreichischen Sportdachverbände ist es nun möglich, ganz unkompliziert etwas für seine Gesundheit zu tun. Es ist ein ganz neues Projekt für uns. Es ist sehr, sehr spannend, weil wir einfach mit unterschiedlichen Personen tanzen. Es kommen Leute vorbei, die Touristen sind. Es kommen Leute von uns dabei vorbei, die Kunden sind. Spannend. Also da im Hintergrund lernen die gerade den ersten wichtigen Wurf, das ist die Rückhand. Ja? Hat jeder schon mal geworfen, vielleicht am Strand oder auch sonst mit einer Frisbee-Scheibe. Und ja, man versucht sich dort dann den Korb anzunähern und dann wie beim Golfen mit Ball auch einzulochen. In dem Fall in einen Korb, nicht in ein Loch. Informationen der über 130 Standorte in Österreich gibt es unter www.bewegtimpark.at. Vom Stretchen über Babyturnen bis hin zum spektakulären Vertikaltuch. Die Trainer haben für alle etwas in ihrem Programm und das kostenlos. Bewegt im Park ist eine tolle Initiative, um aufzuzeigen, dass man Gesundheitsförderung sehr unkompliziert und aber auch positiv gestalten kann. Und uns war es ein Anliegen, dass wir Bewegung zu den Menschen bringen. Und deshalb gehen wir auch in den Park, dort wo die Menschen sind. Und sie können wirklich ohne Voranmeldung einfach ganz unkompliziert bei Initiativen teilnehmen. Und das baut eben Hürden ab. Die Freude an der Bewegung steht im Vordergrund, mit dem positiven Nebeneffekt gleichzeitig etwas für die Gesundheit zu tun. Nicht nur für jeden Einzelnen, Gesundheitsvorsorge durch Bewegung bedeutet auch eine enorme Entlastung für das Sozialsystem. Was hast du jetzt schon alles ausprobiert? Also als erstes das Core-Rhythm-Tanz, dann Tai Chi und jetzt Golfdisc. Voll der Spaß, echt lustig, ziemlich heiß auch heute, aber ziemlich abwechslungsreich und echt lustig mit den Leuten hier. Ja, auf jeden Fall leibend. Also ich habe das zwar schon ein, zwei Mal gesehen in Parks oder so, dass da auch eben mit diesen Vertikaltüchern was gemacht wird. Aber bis jetzt bin ich noch nie dazu gekommen, dass ich mir auch eine Einheit nehme oder so. Also auf jeden Fall lässig, dass man da die Möglichkeit auch kriegt dazu. Public Health ist in aller Munde und der Ansatz von Bewegt im Park soll vor allem Anfängern aller Altersklassen den Einstieg in eine neue Sportart schmackhaft machen. Die größten Herausforderungen sind sicher, dass wir immer zielgruppenspezifische Angebote machen wollen. Nämlich das Baby soll genauso turnen können wie der ältere Mensch und dazwischen sollen natürlich die Jugendlichen auch mit den Trendsportarten unglaublich viel Spaß haben. Wer Lust bekommen hat, einfach vorbeischauen. Kostet nur etwas Überwindung, aber kein Geld.